So, wir haben das Ding jetzt einmal fertig gerechnet. Das war ja auch nicht weiter schwer, wenn wir das hier weggeteilt haben. Konnten wir einfach ganz normal weitermachen und nach unserem Schema vorgehen. Jetzt schreibe ich mal eine Aufgabe hier auf, die dann scheinbar etwas schwerer aussieht, aber gar ist es gar nicht ist. Also x Quadrat plus 4,5 x minus 12 soll 0 sein. So, und dann haben wir ja dieses blöde 4,5, aber ich fange jetzt einfach erstmal an. Also x012 ist gleich minus 4,5 halbe, würde das ja eigentlich heißen. Das sieht ja eigentlich ein bisschen blöd aus und wenn wir jetzt so weitermachen würden, würden wir uns das Leben eigentlich schwer machen. Also sagen wir einfach, wir machen aus minus 4,5 halbe ist das gleiche wie 8 Viertel. Also schreiben wir gleich mal 8 Viertel hin. Einfach erweitert. Minus 8 Viertel. So. Ja, das muss natürlich 9 Viertel heißen. Hier. So. Also minus 9 Viertel. Und dann schreiben wir einfach wieder hier plus minus 9 Viertel in Klammern zum Quadrat plus die 12. So. Dann gucken wir einfach mal. Plus minus 9 mal 9 ist 81. Und 4 mal 4 sind 16. Plus 12. So, und jetzt könnten wir ja eigentlich aus der 12 hier könnten wir ja eigentlich 16 zu machen, denn. Also gucken wir uns das Ganze nochmal an und schreiben dann x012 ist gleich minus 9 Viertel plus minus Wurzel aus 81 Sechzehntel plus 196. Nicht so lange, nicht so lange dort bleiben. 196 Sechzehntel. Danke. So, dann. So, und dann rechnen wir einfach weiter. Dann machen wir 81 plus 192 sind 273 Sechzehntel. Und jetzt müssen wir ganz einfach, was jetzt eigentlich normalerweise, wenn wir jetzt eine einfachere Aufgabe hätten, könnten wir das eigentlich im Kopf, aber aus 273 die Wurzel ist natürlich ein bisschen schwer. Also sagen wir, müssen wir jetzt gucken, x0 ist gleich minus 9 Viertel plus minus Viertel, das müssen wir dann. 16,523. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöde, aber man kann es ja immer noch machen. Also heißt unser x01 ist gleich minus 9 Viertel plus minus 16,523 Viertel. Ist dann gleich 7,523 Viertel. Warte mal. So. Sorry. Hier. Schreiben wir dahinter 1,88. Wäre dann 1,88. Glaube, dann verschweige So, und x02 ist dann gleich 25. minus 9 Viertel plus minus 16 Minus 25. minus Minus 25. 5,523 und das durch 4, ne? 6,38 reicht. Ist dann gleich 6,38. Das war jetzt ein etwas blödes Beispiel, aber es gibt ja auch viele Beispiele, die man nach diesem Prinzip anwenden kann, die dann auch wirklich aufgeben. Also die meisten Beispiele sind ja auch so gemacht, dass man die wirklich ordentlich rechnen kann. Jo, jetzt kommt ein kleiner Trick. Also, wenn wir nicht weiter wissen und mal keinen Taschenrechner zur Hand haben, nicht verzweifeln, da gibt es auch einfach ganz einfache Sachen, wie wir es auch ohne Taschenrechner hinkriegen. Fangen wir einfach mal an. Also wir fangen erstmal mit x012 an. Ist gleich minus 5 24 halbe, könnte man so hinschreiben, wäre aber ziemlich unverständlich und man könnte schnell durcheinander kommen. Ich sage einfach 5 48 dazu.
Weil das ist ja das gleiche, ist ja das sozusagen das halbe. Plus minus 5 48. in Klammern zum Quadrat plus 1 24. So, und jetzt machen wir einfach weiter. x012 ist gleich 5 48. plus minus. Und jetzt wäre ich verrückt, wenn ich jetzt hier 5 48. Quadrat mich irgendwo im Test aufhalten wollte und das noch irgendwie schriftlich rechnen wollte. Mache ich ganz einfach 5 zum Quadrat, kann jeder im Kopf 25. Und darunter schreiben wir einfach dann 48. Quadrat. So, dann sagen wir einfach zu 1 24. sagen wir einfach 2 48. Und dass wir hier unten auch auf dann Quadrat kommen, sagen wir einfach 2 mal 48 und 48 mal 48, also erweitern wir einfach mit 48. Das würde dann heißen 96 48. Quadrat. Und das Ganze schreibe ich jetzt nochmal sauber ab. Also würde das heißen, so, jetzt schreiben wir das ganze Ding nochmal sauber ab. 5 48. plus minus die Wurzel aus 5 25 48. Quadrat plus 96 48. Quadrat. So, dann sagen wir einfach 25 plus 96 sind 121. Also machen wir mal weiter. x012 ist gleich 5 48. plus minus die Wurzel aus 121 48. Quadrat. Und jetzt sehen wir, die Wurzel und das Quadrat hebt sich auf, also müssten wir niemals dieses 48. Quadrat ausrechnen. Dann sagen wir einfach x012 ist gleich 5 48. plus minus 121, die Wurzel ist 11 und 48 Quadrat ist 48. Und schon können wir unser Gerät einfach ausrechnen. x01 wäre demnach dann 16 48. und x02 wäre dann minus 6 48. Das Ganze können wir natürlich auch kürzen, also sagen wir einfach mal durch 2 erstmal, heißt das Ganze 8 24. können wir nochmal machen, also würde das Ganze heißen 4 Zwölftel und daraus können wir dann auch noch ein Sechstel machen. So. Und dann kürzen wir das auch nochmal. Das heißt dann ein Achtel, natürlich auch Minus. So, und das war halt dieser kleine Trick, dass wenn man keinen Taschenrechner zur Hand hat, einfach dann mit dem Quadrat sozusagen machen kann, weil Wurzel und Quadrat hebt sich dann ja wieder auf. So, mein lieber Jan, Hochachtung. Ich glaube, das ist ein Beifall wert, ne? Herr Kollege, hat mich sehr gefreut. Ich schließe das Video ab. Also, wer damit üben will, nochmal, das ist ganz einfach. Schnappt sich die Aufgabe und dann, wenn Jan angefangen hat zu rechnen, dann hat, naja, dann guckt man einfach nicht hin. Man hört einfach nicht hin. Man drückt nämlich hier zum Beispiel an dieser Stelle die Pause-Taste, ne, und rechnet dann alleine weiter, und wenn man dann fertig selber gerechnet hat, dann kann man das Video weiterlaufen lassen oder vorspulen und gucken, was er rausbekommen hat und so weiter. Hochachtung, also vielen Dank, das nach den Ferien komplett so vorzubereiten, das war wirklich toll. Nochmals danke und ich schließe das Video ab.